Selbstständigkeit in 60 Sekunden, heute mit Katrin und ich mache das Kropka. Das Kropka? Was ist denn das Kropka? Das Kropka ist, gute Frage, ich sag nicht so gerne Kaffee, aber es ist, glaube ich, ein Kaffee. Es ist eine Tagesgastro, Bistro, Weinbar, ja, eine kleine Gastronomie. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe 8 Jahre in der Werbung gearbeitet, in einer Werbeagentur und dafür war ich nicht gemacht. Das war überhaupt nicht meins. Ich, also am Anfang schon, aber so im Nachhinein der ganze Kreativdruck, da war ich zu zart beseitet für. Und dann ja, kam die Frage, was passiert jetzt? Und ich habe damals schon eine Ausbildung in der Gastronomie gemacht vorher und dann war klar, der eigene Laden, der wird's. Und wie war das als Prozess? Hast du denn, hast du das nebenbei gemacht oder hast du erst gekündigt, dann hast du gesagt, jetzt mache ich das Café? Nach der Werbeagentur war erstmal Schluss. Das war tatsächlich auch ein bisschen gesundheitlich bedingt. Die Arbeitszeiten waren wild, die Nächte lang. Und ich bin dann nach der Kündigung in die Selbstständigkeit gegangen, genau. Und es war ein sehr langer Prozess. Ich musste sehr lange nach einer passenden Immobilie suchen. Ich habe sehr lange einen Businessplan geschrieben, einen Unternehmensberater gesucht. All diese Dinge, die man halt so tut oder tun sollte vor der Selbstständigkeit. Und ja, dann ist daraus ein kleiner, sehr schöner Laden entstanden. Und wie hat sich das für dich damals angefühlt? War das ein Riesensprung? Hattest du Angst? Ich war sehr nervös, ehrlich gesagt. Also erstmal, ich glaube, tatsächlich mit die schlimmste Phase war, eine Immobilie zu finden. Ne? So dieses, wo passen wir hin? Die Lage muss gut sein, es muss groß genug sein, es muss alle Ansprüche erfüllen. Das war ziemlich wild, ehrlich gesagt. Aber klar, die ersten Monate, Jahre, die waren spannend. Ich habe es ganz alleine gemacht. Ich habe keinen Geschäftspartner. Und ja, da habe ich mir die Arbeitszeiten aus der Werbeagentur zurückgewünscht. Ja. Also diese Plattitüde selbst und ständig stimmt schon irgendwie. Ne? Auf jeden Fall. Ja, genau. Gerade auch mit einer Gastronomie. Das war schon, ist ein hartes Brot, aber es ist auch sehr schön. Und ab wann wusstest du, dass es läuft? Ach, ich möchte das gar nicht so sagen, aber wir haben eigentlich relativ viel Glück gehabt von Anfang an. Ich glaube tatsächlich auch lagebedingt. Ne? Wir sitzen in Eppendorf vor Luft, Frühstückscafé. Das war von Anfang an eigentlich, ja, lief das eigentlich ganz gut. Und hat sich die Nervosität dann auch schnell gelegt? Das kam tatsächlich mit dem Team. Ich habe ein hervorragendes Team. Ich habe ganz tolle Leute um mich herum, die mich sehr viel unterstützt haben und sehr viel mit eingebracht haben. Viele Leute, die auch schon sehr lange da sind. Und damit ging dann auch ein bisschen die Nervosität. Aber ich würde sagen, sie ist heute besser. Aber sie ist nicht ganz weg, weil auch heute passieren noch jeden Tag Dinge, die nicht passieren sollten. Das kann ich so nachvollziehen. Ich glaube, als Unternehmerin oder Unternehmer ist man permanent paranoid, ja, weil sich alles immer wieder verändern kann. Auf und jeden Fall. Man nichts für gegeben nehmen kann. Klar. Ja, gerade auch in der Gastro. Ne? Viele, ja, Sachen, die kaputt gehen können. Ne? Wir sind ja auch an die Öffnungszeiten gebunden. Also es ist schon, ja, ein wilder Ritt. Wir sind mittlerweile, ja, also mit mir 7 festangestellte Teilzeitkräfte und insgesamt ein sehr großer Pool an Aushilfen. Also wir sind doch 36 Leute. Boah, ist ja ein richtig großer Laden. Das tatsächlich gar nicht, aber es ist ja bei den Aushilfen immer so, ne? Ferienzeit, Festivals im Sommer, man braucht einen großen Pool an Menschen, die helfen. So groß ist der Laden tatsächlich gar nicht. Wir haben knappe 60 Quadratmeter, okay, aber großes Glück mit einer großen Terrasse draußen. Okay, ich will nochmal zurückgehen auf den, du hast erwähnt, dass du einen Businessplan geschrieben hast. Mhm. Wie war das für dich? Das ist mir gar nicht so schwer gefallen, weil ich in der Werbeagentur als Texter gearbeitet habe. Also Werbetext oder das Schreiben an sich ist mir leicht gefallen. Aber es war eine wirklich wichtige und richtige Entscheidung, das zu tun. Weil der Businessplan mich schon sehr, ja, sehr an die Hand genommen hat, die Zeit der Gründung über. Ne? Also ich habe das, wie gesagt, auch mit einem Unternehmensberater zusammen gemacht. Das würde ich auch jedem empfehlen, weil das doch einfach Fragen sind. Ne? Diese Marktanalyse, die man macht, welche Kunden möchte man überhaupt ansprechen? Was für eine Lage brauche ich? Wie viel Geld will ich erwirtschaften? Das war so ein bisschen wie so ein Fahrplan für mich, ja, während der Gründung. Das war echt, war gut. Ja,
Die ist eine ähnliche Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, dass eigentlich das Ergebnis beim Businessplan ist eigentlich immer falsch. Und das weiß man auch. Das stimmt. Aber der ganze Denkprozess ist halt extrem hilfreich, ja, weil man dazu gezwungen wird, alle Teile des Businesses einmal wirklich durchzudenken. Total, weil man sich mit Dingen auseinandersetzt, die vielleicht auch nicht so viel Spaß machen, ne, über die man sich vorher vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht hat. Und gerade bei mir war es so, es ist halt auch wichtig, einmal die Zahlen hintenrum zu beleuchten, ne, und sich nicht nur Gedanken darüber zu machen, was ich hinterher für schönes Geschirr auf dem Tisch stehen haben möchte. Ja. Also das war schon gut. Du hast ja auch eine ganz schwierige Phase durchgemacht mit der Corona-Zeit. Wie war das? Wir haben rückblickend betrachtet, kann ich sagen, dass es eine gute Entscheidung war, tatsächlich ganz geschlossen. Also wir haben nicht diesen Außer-Haus-Verkauf gemacht, wir haben wirklich komplett zugemacht, was sich im Nachhinein gut für die Corona-Hilfen und so, da gibt es ja gerade so Stress mit den Nachzahlungen und so, also das war für uns sinnig, das so zu tun, aber das war eine verrückte Zeit, weil ich so von 100 auf 0 runter bin, ne? Weil die Arbeitszeit vorher wirklich extrem war. Wir haben super viel gearbeitet und viel Trouble gehabt. Und ja, von dem einen Tag auf den anderen war der Laden zu und ich da. Was hat das mental mit dir gemacht? Es war ja wahrscheinlich nicht so, okay, cool, ich habe jetzt eine tolle Pause. Ich glaube, es hat uns ja mental alle ganz schön mitgenommen, ne? Aber natürlich, ich habe mir schon Sorgen gemacht, ne? Weil es so verrückt war zu beobachten, dass für viele meiner Freunde zum Beispiel das Leben ganz normal weitergegangen ist, ne? So Leute, die remote gearbeitet haben oder einen Job hatten, den sie online machen konnten. Das war bei uns halt nicht der Fall, ne? Also das war, ich habe dann viel Ehrenamt gemacht, weil ich dachte, irgendwas muss ich machen. Ja, aber umso schöner war es dann wieder aufzumachen. Das glaube ich. Und hattest du außer Corona noch schwierige unternehmerische Phasen? Die ganzen 7 Jahre, die wir jetzt da sind, gibt es immer wieder Höhen und Tiefen. Das ist echt was, was ich unterschätzt habe. Dass es auch immer wieder so tiefe Täler gibt, mit großen Sorgen, mit vielen Tränen bei mir auch. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Es ist auch nach wie vor für mich sehr schwer, Chef zu sein. Mhm. Das habe ich nie gelernt. Mhm. Ich bin mit dem Laden auch in diese Rolle reingepurzelt. Und dann so ein großes Team zu führen und anzuleiten, das ist immer noch eine ganz schöne Herausforderung für mich. Mhm. Und auf der anderen Seite, was bedeutet Selbstständigkeit für dich? Ja, selbstständig, genau. Das hatten wir ja schon. Es ist, ich möchte für meinen Bereich sagen, dass es mir tatsächlich nicht so die Flexibilität gebracht hat, die andere, glaube ich, mit einer Selbstständigkeit haben. Eben aber, weil wir halt mit dem Laden an diese Öffnungszeiten gebunden sind, 6 Tage die Woche. Ne? Es ist nicht wie vielleicht bei einem Freelancer oder so, der sich dann die Zeit einteilen kann und sagen kann, so, jetzt arbeite ich vielleicht nachts oder ich schaufe mir das Wochenende frei. Wir arbeiten immer dann, wenn alle anderen nicht arbeiten, am Wochenende, am Feiertag, Weihnachten, all diese Sachen. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele schöne Seiten. Ich rede gerade so negativ, glaube ich. Aber es ist, eigentlich ist es auch schön. Was ist denn so eine schöne Seite? Auf jeden Fall das Team. Wirklich. Also ich habe, wie gesagt, ein großartiges Team hinter mir. Ich habe ganz, ganz viele nette Leute um mich herum, die schon sehr lange da sind, teilweise auch 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre. Dieses Miteinander, ne? Und das hat man ja nach einer gewissen Zeit auch mit den Gästen oder mit den Stammgästen, ne? Wir haben super nette Gespräche. Man ist natürlich dann mit dem Laden auch wieder so ein kleines bisschen flexibel. Ich kann viele meiner Ideen einbringen, ne? Die Speisekarte neu gestalten, neues Geschirr anschaffen, neue Ideen umsetzen. So, das ist schon, es gibt sehr viele schöne Momente doch. Und wenn jemand jetzt mit einer Idee auf dich zukommen würde, möchte in die Gastro, was würdest du der Person mit an die Hand geben wollen? Ich würde immer den Rat geben, vorher einmal in der Gastro zu arbeiten. Und am besten nicht 2-mal im Monat in einer Aushilfsposition, sondern einmal wirklich, vielleicht auch mal 2 Wochen am Stück oder mal, ich weiß nicht, ob so Praktikum ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber mal so richtig eintauchen. Ne? Weil ich glaube, was viele Leute unterschätzen in der Gastronomie ist halt, anders gesagt, ich glaube, dass viele Leute eine sehr romantische Vorstellung davon haben,
kann ich mich gar nicht frei von machen. Ne? Man denkt ja doch immer irgendwie, man kommt in diesen wunderschön eingerichteten Laden und stoppt nur so ein bisschen Puderzucker auf Kuchen. Aber das ist es halt nicht. Da hängt so viel mehr dran wie Buchhaltung, die Löhne. Es gibt so viele Themen, die man bedenken und beachten muss. Und halt wirklich einfach am Anfang die harte Arbeitszeit. Ne? Also ich glaube, man muss wirklich einmal schauen, dass man das mal für eine Zeit mitgemacht hat, damit man weiß, was auf einen zukommt. Und rückblickend für dich, der Sprung aus der Werbeagentur zum eigenen Laden, die richtige Entscheidung? Auf jeden Fall. Würde ich immer wieder machen. Ja. Und hast du Ziele, wo du hin möchtest in 3 bis 5 Jahren? Ich möchte auf jeden Fall Themen angehen, die für mich wichtig sind. Dazu gehört ein noch besserer Chef werden, das noch ein bisschen mehr lernen. Ja, ich liebäugel immer mal wieder, aber es sind immer nur kleine Phasen mit einem zweiten Laden. Wir bauen gerade so das Abendgeschäft ein bisschen aus. Wir gehen einmal die Woche aktuell abends in die Weinbar. Ja, so. Also Ideen gibt's viele. Cool. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch und viel Danke. Erfolg auf dem weiteren Weg. Ganz lieben Dank.